So, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Wir befinden uns im RX-Tech-Bergwerk, dem zweiten Level des Antarktis-Abschnitts, und wir wollen alle Kristalle sammeln und alle Secrets sammeln. Heute auch zum ersten Mal das Bonus-Level spielen, das ja jetzt mit dem neuesten Patch spielbar geworden ist. Und jo, genau dahin begeben wir uns nun. Das hier ist immer so ein etwas verqueres Rätsel mit den Türen. Ja, ich habe wohl alles richtig gemacht. Man muss einfach nur bis zu einer gewissen Stelle laufen. Welche Stelle das genau ist, das vergesse ich natürlich gern. So einmal. Nein, du sollst dich nur drehen, Lara. Und jetzt ist der Moment gekommen. Nein. Es ist essentiell, dass du dich rückwärts darunter lässt. Du drehst dich nun und dann lässt du dich rückwärts darunter. Dankeschön. Ha, das ist ein bisschen komisch. Immer noch, leider. So, warte. Diese Waffe nehmen wir auch direkt an uns. Das ist eine gute Waffe. Die haben 16, die MP5. So, gerne speichern. Jetzt habe ich gar nicht meine schlaue Liste offen, die mir sagt, wie viele Kristalle es pro Level gibt. Tomb Raider 3. Nicht Tomb Raider, was mache ich denn da? Tomb Raider Crystals per Level. Jo, in der X-Tech-Bergwerk erwarten uns 5. Gut, dann weiß ich wenigstens, wenn ich alle habe. Dann sollte ich nämlich 89 besitzen. Hallo Annele, herzlich willkommen. So, hallo auch Vegeta, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Ich hatte mich noch darüber beschwert bei der Erstveröffentlichung, dass diese Tracks, die dann hier hochziehen, dass die nicht animiert sind, obwohl sie in der originalen PS1-Version animiert waren. In der alten Grafik sind sie weiterhin nicht animiert. In der PS1-Version sind sie es aber. Und jetzt haben wir sie auch hier animiert. Dieser Patch behebt einfach alles, worüber ich mich beschwert habe. Es ist. Langsam wirkt es selbst für mich ein wenig unglaubwürdig, dass ich damit nichts am Hut habe. Es ist verdächtig, das ist richtig. Ich verstehe jeden, der das verdächtig findet. Ich finde es selbst ein wenig verdächtig. Oh. Ich sehe in deinem Gut, aber keinen Patch. Ah, und das hier haben sie behoben. Das war. Ich meine, es war diese Barriere, die in der Release-Version unsichtbar war. Was halt ein bisschen bescheuert war. Vielleicht auch diese dort. Bisher sind auf jeden Fall alle Hindernisse sichtbar. Springen wir mal hier raus. Ja, das ist nichts, was ich wollte. Danke. Einmal den Kristall. Ja, die hat mich gekillt, nachdem ich 30 Minuten nicht gespeichert habe, diese Scheißbarriere. Umso besser, dass sie nun behoben ist. Dass man sie nun sehen kann. Was hat es mit der Spider-Man-App auf sich? Du kommst dann wahrscheinlich von der Aufzeichnung von gestern. Die Spider-Man-App installiert, sagt man, wenn jemand so ein Handy mit zerbrochenem Display hat, weil es ihm runtergefallen ist oder so. Und dass sich diese Risse dann so spinnennetzförmig über das ganze Display erstrecken. Ich habe aber keine Spider-Man-App installiert. Ich kenne nur sehr viele, die sich die irgendwann holen. Scheint sehr beliebt zu sein. Ich bin auch nicht überzeugt. Ja, warte.
Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte speichern. Das war cool. Ja, diese Dinos kannst du halt da locker runterlocken. Die Trophäe ist nicht so kompliziert, wie sie klingt. So, mal sehen, ob er die Tür wieder selbst öffnet. Ja, das tut er. Das haben sie also auch behoben. Denn bei der Erstveröffentlichung tat er das ja seltsamerweise nicht. So, mit der alten Schwimmsteuerung ist es unmöglich, beides zu sammeln und keinen Schaden zu bekommen. Mit der neuen geht's. War es am Anfang komisch, Tomb Raider mit Maus zu spielen. Ich kannte es schon von Anniversary, von Tomb Raider Anniversary und Legend. Und weil ich mir das dann einfach so wie diese Spiele vorgestellt habe, ging die Umgewöhnung eigentlich sehr schnell. Es ist nur immer so, wenn ich mich hier hinsetze, um gleich zu streamen, dann suche ich immer noch nach meinem Controller, um mich dann dran zu erinnern. Moment, den brauchst du heute gar nicht. Hallo Dordoni. Ich habe übrigens nicht geguckt, wie man bremst. Das hätte ich vielleicht im Vorfeld machen sollen. Aber ich weiß es jetzt, alles gut. Einmal speichern, bitte. Ich möchte es auch versuchen, einen Teil mit der modernen Steuerung zu spielen. Hab kurz mal angerissen bei TR2. Bin immer wieder vom Block gestürzt und gestorben. Es ist in jedem Fall ein bisschen Umgewöhnung, wenn man es vorher anders kennengelernt hat. Dordoni, danke schön. Schinken. Danke schön für deinen Sub. Genieße den leckeren Schinken. Lass ihn dir schmecken. Soll ich mir Essen bestellen oder Dosen Ravioli aus dem Kühlschrank warm machen? Mauliger Barsch, das Dosenravioli, es wird seinen Zweck tun. Es ist gut, es ist Gottes gefällig. Haben New Game Plus damit durchgezogen, kann jetzt nicht mal mehr die einfachsten Sprünge mit der alten Steuerung, weil ich nicht mehr klarkomme. Lul. Ich esse keinen Schinken, hab aber dennoch gerne gesubbt. Oh, der Schinken ist aus dem Material deines Wunschs. Also, du kannst dir das auch so als so kleine Gummibärchen-Schinken vorstellen oder so. Was auch immer du möchtest. Das war cool. Ups, ich wollte eigentlich hier hin. Warte, das wollte ich nicht. Nein! Lara, was tun Sie denn da? Ich muss dir ganz kurz was zeigen.
Ich muss wohl leider ganz kurz weg. Bis gleich. So, entschuldigen Sie vielmals, hier bin ich wieder. Kompetente Ente. Nein! Herzlich willkommen auch an dich. Ja, schön. Nein! Immer wieder dieser Splüng gegen dieses Gedöns, wie es wissenschaftlich korrekt heißt. Nee, warte, das wird nicht gehen. Das ist nicht, was ich vorhatte. Darunter wollte ich. Genau. Ich bin übrigens relativ froh, dass das einfach geblieben ist. Also die Distanz nach einem Fall, wo Lara sich noch festhalten kann, ist ja gestiegen. Diese Dinge, die ich gerade gemacht habe, waren ja im Original gar nicht möglich. Aber sie fühlen sich richtig an. Ups. Lasst uns doch wie normale Menschen da hochspringen. Dankeschön. Nugget, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Das hier ist übrigens auch deutlich besser sichtbar als im Original, wo man es praktisch gar nicht sehen konnte. Was ist mit dem Flammenwerfer-Typen passiert? Habe ich dieses schon gesammelt? Ach so! Oh Gott! Mein Gott, hat mich das gerade verwirrt. Hallo, Saatkartoffel. Ob es Leute gibt, die es für Master in alter Grafik spielen. So wirklich verstehen würde ich sie nicht, aber es ist sehr schön, dass es eine Option ist.
Es war nicht ganz möglicherweise, was ich wollte. Von Leitern runterlassen ist irgendwie gefühlt manchmal etwas tricky. Ja, wie gesagt, ich denke, das wird ein verschwindend kleiner Teil sein, wenn überhaupt jemand. Nichts, Gutmann flucht, die sind beim Eingang in den Tod gestürzt, schätze ich. Ja, das war gut. Aber speichern wir doch mal lieber. Wenn man gespeichert hat, ist es immer besser. Autsch. Da kam das Bremsen ein bisschen spät. Boah, ich bin ja so gespannt, ob es mit der neuen Schwimmsteuerung möglich ist, den Tauchabschnitt gleich am besten komplett ohne Schaden zu machen. Ich hasse Umzüge. Hallöchen, Laser. Wer nicht? Und hallo, Just Good Business. So, wir haben 2 von 3. Kristalle kann ich schwerlich übersehen haben. Wir haben auch die beiden Sachen. Genau. Ein Remaster vom Reboot. Haben wir nicht mit der Definitive Edition damals gewisserweise schon ein Remaster vom Reboot bekommen?
Also so absurd das klingt, das wäre nicht einmal etwas, was noch ausstünde. Hallo René. René. Ja. Och Mensch. Da möchte ich hin. Niedlich, wie du das aussprichst. Die korrekte Aussprache lautet allerdings Günther. Keine Ahnung, was ich da falsch machen soll. Hier hoch. Wir müssen ein bisschen Geduld haben, der Kältemeter. Ja, das ist weiterhin behoben. Der Kältemeter wird mitgespeichert. Nee, das wollte ich nicht. Gut, das war jetzt kein idealer Einstieg hier. Jetzt will ich's wissen. Es wirkte gerade ein bisschen so, als wäre das vielleicht möglich. Komplett ohne Schaden. Na, ich glaube, es wird ganz knapp nicht möglich sein. Ich glaube, diese Tauchpassage ist genauso knapp wie mit der normalen Steuerung. Oder mit der alten Steuerung. Du, 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 du. Das ist das dritte Secret. Ich frage mich allerdings gerade. Kristalle. Nee, 89. Wir haben genauso viele Kristalle, wie ich vorher sagte. Du. Du. So, das letzte richtige Level, aber das hat es in sich.
Nein. Lara, unterlassen Sie doch bitte die Random-Rollen. Was ist denn mit Ihnen verkehrt? Lala. Lala. Sie muss kurz breakdancen. Wartet, die Pflicht ruft. Yay, GG. Och, Menno. Ich habe das Gefühl, diese unsichtbare Platte war im ursprünglichen Release deutlich schlechter sichtbar. Ja, es fühlt sich an, als wäre auch hier mit dem Patch nachgeholfen worden. Was Schönes. Autsch. Ich bin gerade sehr froh, dass ich hier einfach speichern und laden kann, wie ich lustig bin. Old Crystals war zu Release tatsächlich nicht möglich, weil das Achievement 95 Kristalle von einem wollte, das Originalspiel aber nur 94 Kristalle hat, die erreichbar sind. Drei sind halt in einem Bonuslevel, das ohne Patch nicht freischaltbar war. Deshalb, ich hab im Prinzip schon ziemlich weit gespielt für das Achievement, aber konnte es im ursprünglichen Release nicht bekommen. So. Ich glaube, hier wollen wir zuerst rein. Wenn du die Waffen gezogen hast, dann kannst du Seitwärtssprünge und Rückwärtssprünge machen. Ich, wie ich hier sitze und mich frage, ob Diagonalrennen wohl schneller ist. Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Natürlich haben wir das überlebt, locker. Teil 2 nicht zu meinen Lieblingsteilen. Gut, was heißt nicht zu meinen Lieblingsteilen? Es ist nicht mein Lieblingsteil. Aber es ist ja trotzdem auf Platz 3. Insofern glaube ich, dass es einfach falsch rübergekommen. Wenn es jetzt so wirkte, als würde ich Teil 2 nicht mögen.
Aber der Grund, warum es für mich hinter Tomb Raider 3 und in meinem Fall hinter Tomb Raider 4 ist, ist dieser doch starke Fokus auf das Geballere, mit dem ich nicht so viel anfangen kann. Ich glaube, Unterwasserabschnitt hat keine Kristalle. Warte, ich bin hier falsch. Ja, leider schon. Schade. Autsch. Nun. TR4 auf die 2. Wilde Meinung, aber ich dulde sie. Ich verstehe nicht, was an dieser Meinung wild sein soll. Hi, hab dich bei YouTube gesehen, Mega-Videos zum Tomb Raider Remastered, bin beim zweiten Teil im Tempel. Freut mich, dass sie dir gefallen haben und viel Erfolg im Tempel. Nein, oh Gott, das war dumm. Ich brenne. Nicht schlimm. Wenn man beim im Flammenstehen immerhin noch lachen kann. Ach, verdammt. Thanos zeigt mal wieder, dass es Thanos ist. Burn. Hallo, Tieni. Helsing, danke schön für den lieben Prime-Sub. Da bin ich anscheinend irgendwie direkt auf der Platte gelandet. Kann man hier eigentlich... Ich frage mich gerade, ob man es mit der modernen Steuerung schaffen würde, in einem Rutsch da durchzuhüpfen. Aber nee, das ist zu weit weg. Okay. Ich werde dieses Unterfangen nun aufgeben. So, das ist also auch zu weit weg. Direkt da hinten hinspringen. Oh Gott. Das wirkte gerade so, als wäre es fast möglich. Was? Okay. Hallo, Rise of Legends.
Müsste eigentlich Tomb Raider 3 Remastered Speedrun. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Könnte sein, könnte nicht sein. Oh. Habe ich noch einen Safe vor dem Erdbereich? Ja, oder? Warte, nein, das war schon nach dem Erdbereich. Wir haben vergessen, das Secret dort auszulösen, was eher schlecht ist. Okay, ich habe diesen Safe. Der ist in Ordnung. Wahrscheinlich würde ich das. Hallo Vipergen. Wunderschönen guten Tag wünsche ich auch dir. In den Gefilden von Tinos. Wie es so schön heißt. Wir gehen dieses Mal rechts rum, das ist deutlich schneller, braucht halt ein Medipack, aber. Vielleicht auch zwei. Ich weiß, dass ein großes Medipack das Minimum war. Tionos. Ups. Geht das vielleicht mit der neuen Steuerung nicht mehr? Es muss gehen. Es ist ja ein Secret. Es ist ja nichts Ungewöhnliches, was ich vorhabe. Ja, da ist es. Also es gibt einen Level-Skip-Cheat.
Aber sofern du nicht vorhast, den zu verwenden, habe ich leider schlechte Nachrichten für dich. Ansonsten ist der Schwimmabschnitt leider nicht überspringbar. Es ist, um genau zu sein, das einzige in diesem Level, das nicht überspringbar ist. Stefan, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Jetzt sei doch nicht auch so ein Kultist. Sie ist nun mal seit dem neuesten Patch leider, muss ich zugeben, einfach sehr gut geworden. Dafür brenne ich nun. Verbrennt die Hexe, verbrennt ihn! Ach, verdammt. Endlich wieder Markus Patch. mir geht's gut. Ich hoffe, Ihnen auch. Das war etwas schmerzhaft.
frage mich, wer Marco gezwungen hat, einen Patch für die neue Steuerung zu schreiben. Vielleicht war das ja keiner, vielleicht habe ich das freiwillig gemacht. Schon mal darüber nachgedacht? Unabhängig davon, dass ich nichts mit all dem am Hut habe. Aber wenn, hätte ich es vielleicht freiwillig gemacht. Ups. Unten geht's raus, oder? Wahrscheinlich. So ist es. Danke übrigens, die deutschen Steam Achievements sind jetzt richtig. Gern, gern. Hallo Raildex. So, es folgt der Windraum. Ein Raum, der in mir besondere Gefühle der Freude aufruft, hervorruft. Oh, wir sind durch. Was steht danach an? Weil heute allgemein nicht so viel los ist, werde ich danach wahrscheinlich am ehesten offline gehen. Aber wir haben noch ein bisschen was vor uns. Es gibt auch das Bonuslevel. Also das hier ist eigentlich nicht wirklich das letzte Level des Spiels. Was ist denn die Kamera in diesem Raum? Die Mitte ist ein bisschen unangenehm. Hallo Elori, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Das hört sich an wie eine Kappe auf einem Behälter für Tee. Kristalle halten ewig. Sammle 93 Kristalle in einem Durchlauf. Gut, im Grunde genommen müssten wir jetzt keine Kristalle mehr sammeln. Aber es kann ja sein, dass man einen vorherigen ausgelassen hat. Und für den Fall hat man eine ganze Menge Spielraum. Herrgottlobs. Also. Wir sollten vielleicht das hier umlegen.
All Hallows diente bei mir als Puffer fürs Achievement, weil ich genau 90 hatte. Ja, das ist das Schöne, man hat jetzt ein bisschen mehr Spielraum, es ist nicht so schlimm, wenn man einen übersieht oder zwei. Die moderne Steuerung bei den Eckensprüngen ist wirklich kriminell. Kriminell direkt. Was verleitet dich, so zu denken, mein Bruder? Oder mein Sohn. Geht eben Tee kochen. Es ist vielleicht nicht ganz so krass, wie Raildex schreibt, aber es fühlt sich auf jeden Fall mindestens so krass an. Wir setzen den Uli-Schlüssel mal noch nicht ein, denn das Secret ist ja auf Zeit. Oh Gott. Schade. Sammle alle Geheimnisse in den Antarktis-Leveln. Tür? Hallo? Möchten Sie bitte? Dankeschön. Eine Platin gekackt. Yay! Wann ist eigentlich dein NDA für den Tier 4 und 5 Expansion Pass zu Ende, Marco? Wie oft muss ich sagen, dass es Tomb Raider 5 nicht gibt? Ah, ich sollte vielleicht den Uli-Schlüssel noch einsetzen. Also, es gibt ein Original, aber kein Remaster.
Erhalte alle verfügbaren Waffen vor dem Endgegner. Ja, der Endgegner wird die auch nicht erhalten. Ist das eigentlich, das ist dieser Bereich? Wie sollst du denn immer dieses Gekrissel? Ich frage mich, ob man wirklich als so eine häslige Riesenspinne glücklich werden kann. Die Frage ist mir zu privat. So, und jetzt gleich werden wir das Hauptspiel. Ja, die Musik endet immer noch so abrupt. Es ist ein bisschen belastend. Ein klein wenig belastend. Denn there was silence. Ist das Abspringen der Death Intended Weg? Also, ich weiß das nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Dieses seitliche sich da hochziehen wirkt aber so ein bisschen... Es wirkt ein bisschen unsauber irgendwie, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass das mit der Statue der eigentliche geplante Weg war. Ups, das ist nicht, was ich wollte. So, es ist sehr unwahrscheinlich, dass der nächste Bug behoben ist, aber ich will es trotzdem mal ausprobieren. Bitte. Das ist gar nicht so leicht zu provozieren. Na. Ich werde also weiterhin schlaflose Nächte an dieser Stelle haben und Sorge, dass mir das passiert. Und der Herr ließ Feuer herabfahren. Scheiße. Das hat ein bisschen wehgetan. Habt ihr gesehen, wie Marco sich heimlich eine Notiz machte, damit das gefixt wird? Ich werde diese Sachen auch bei jedem neuen Patch aufs Neue überprüfen. Geht ja hier nicht, dass diese Sachen unbehoben bleiben. Mein Ruf geht daran kaputt, nicht anders. Genau, Lord Norfolk, so ist es.
Und so endet unser Abenteuer im gepatchten Tomb Raider 3. Was soll ich sagen? Moderne Steuerung auch hier sehr super. Kriechen ist noch ein bisschen komisch. Was voll praktisch wäre, wenn man sprintet und dann springen drückt. Aktuell macht Lara dann gar nichts und das hat mich mehrmals getötet. Es wäre nahezu sinnvoll, wenn sie dann von selbst aufhört zu sprinten und springt. Weil Sprinten ist ein Umschalter, was an sich schon eine komische Sache ist. Ich glaube, das würde die Steuerung noch ein wenig verbessern. Aspire. Abschlussstatistik. Gefundene Geheimnisse 60 von 60. 94 Kristalle. 210 und 8 Fundstücke. 180 und 3 Kills. Wir gehen weiter. Da ist es. All Hallows. Yay. Ich hasse dieses Level. Aber es gehört doch irgendwie dazu. Ja, richtiges Kacklevel. Aber ich hab's vermisst. Uiuiui. Das Glasdach hier. Wir haben jetzt eine Glasdecke. So, es gibt auch in All Hallows natürlich Kristalle und einer dieser Kristalle. Jetzt frage ich mich wieder, wie man da hinkommt. Ich glaube, so? Nee. Yes, it is. Es war ein bisschen tricky, glaube ich, da hinzukommen. Geh auf die schwebende, schräge Platte und roll einfach ab. Wir probieren das mal. Das ist der beste Vorschlag, den ich bisher gehört habe. Oh, das ist nicht, was ich wollte. Ah, okay. So, da ist nämlich der erste unserer Kristalle. Unserer Bonuskristalle, falls wir im Hauptspiel nicht an die 93 gekommen sind. Oh, hier ist auch eine Öffnung nach da oben. Gottlobs. Gelocht sei die Sonne. Die Pflicht hat gerufen, Maioparus. Hin und wieder ein Breakdance, das muss Lara einfach tun. Ohne geht das nicht.
Also das sieht im Vergleich schon richtig, richtig schön aus. Ja. Mir ist nie aufgefallen, wie albern es eigentlich ist, wie extrem fokussiert diese Lichtstrahlen vorher auf diesem Buntglasfenster waren. Das ist schon sehr cool. Ich habe nicht genau Ahnung, was wir da gerade gemacht haben. Autsch. Das ist bedauerlich. Ist es nicht schon Nacht eigentlich? Gut, ist eine gute Frage, wo das Licht herkommt, was da von außen reinscheint. Nur ich werde dir diese Frage nicht beantworten können und die Entwickler vermutlich auch nicht. Ich habe den Kristall gesammelt. Wir sind da entlang gehangelt und haben den Kristall geholt, sind zurückgehangelt und dann jetzt hier rein. Danach haben wir uns in den Tod gestürzt. Das ist richtig. Naja, suche irgendwelche Schalter und tue irgendwelche Dinge. Ich formuliere es mal so, es hat einen Grund, dass das Level, dass die Entwickler gesagt haben, okay, das Level ist nicht fertig, lass das mal nicht ins Spiel einfügen. Obwohl so eine seltsame Lücke zwischen dem Sprung in den Kirchturm und der Landung in der Kanalisation entsteht. Lass es mal nicht einfügen. Lass es mal raus.
Das habe ich jetzt gemacht. Ah! Ich weiß es. Ich entsinne mich. Johnny, ich weiß, du hast sehr viel Schweiß und Blut in dieses Level investiert. Aber leider ist dein Level voll Kacke und wir nutzen es als Bonus-Level. Ich lass das Level raus, sonst lässt der Chef mich raus. Ich denke, Johnny wird irgendwas in dieser Art gesungen haben. Ist das immer schon so gewesen? Ah ja, tatsächlich. Nein! Das ist eine Decke. Und das hier ist die beste Seilrutsche EU-West. Ja, genau so hatte ich das geplant. Was ein Glück. Aber eigentlich wollte ich ja hierhin. Glaube ich zumindest. So, hier habe ich es irgendwie nie geschafft, durchzukommen, ohne verbrannt zu werden. Und mich gegenheilen zu müssen. Ich wäre mir nicht mal sicher, dass es eine Alternative dazu gibt. Und genau deshalb versuche ich es mittlerweile gar nicht mehr. Danke, Lara. Wieso brenne ich nicht? Egal, wir brauchen es nicht. Wir haben eh oben gespeichert, aber Glück ist doch auch mal schön. Natürlich bekommt man es genau dann, wenn man es nicht braucht. Hex. Autsch. Knacks. Knacks und Hacks. Ah, ich wollte gerade sagen, da war doch was. Rückblickend weiß ich nicht, ob dieser Hebel wichtig und richtig war.
da sieht man dann, eigentlich müssten wir uns den mal genauer anschauen. Und da sieht man dann an der gesichtslosen Mutanten von Sophia Lee und oh mein Gott, die sind ja im Remaster noch schlimmer als ohnehin schon. Mit so einem Hautlappen, dem da ab vom Körper hängt. Man kann sie nun sehen. Ob das gut ist, das muss jeder selbst entscheiden. Ja, es ist wie gesagt ein unfertiges Zwischenstück gewisserweise. Unfertiges Zwischenlevel. Und das merkt man. Denn hier sind wir auch schon durch. Schließe das Bonuslevel ab. Und das war dieser Playthrough mit allen Kristallen von Tomb Raider 3. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns im nächsten Stream. Bis dahin. Tschüss.